Hey Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir den Lego Tycoon spielen. Also wir werden heute unsere eigene Lego Firma aufbauen. Ich habe richtig Bock, Leute, wir werden wieder ultra reich werden und eine riesige Lego Fabrik aufbauen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Wir werden uns heute natürlich hier wieder alles kaufen, was man sich kaufen kann und mal wieder der krasseste Spieler hier werden. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. So, wir gucken jetzt hier mal, man kann sich direkt mal 2 Geld und Autogeld einsammeln kaufen. Das machen wir gleich mal, aber wir testen mal, wie weit wir jetzt hier ohne Geld kommen. Ich habe auf jeden Fall gerade eben schon wieder 14.000 Robux aufgeladen. Wir werden hier wieder alles kaufen, Leute. Wie immer, nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Okay, wir haben jetzt erstmal hier so einen Dropper gekauft für 0 Dollar. Ich glaube, wir verdienen jetzt noch nichts. Hier für 0 Dollar können wir nochmal was machen. Und hier müssen wir jetzt draufklicken. Dann kommen so eine Lego-Steine raus. Und ich glaube, die Lego-Steine bringen uns dann Geld rein. Aber muss man jetzt hier auch noch selbst arbeiten? Wir machen doch hier unsere eigene Firma, damit wir nicht selbst arbeiten müssen. Und ich glaube, diese Lego-Steine, die müssen uns dann gleich Geld reinbringen. Genau, okay, hier das Geld können wir dann jetzt einsammeln. Sehr nice, meine Freunde. Jetzt haben wir schon 25 Dollar. Und für 25 Dollar können wir uns hier so einen Speeder kaufen, damit das noch ein bisschen schneller geht, Leute. Aber ganz ehrlich, mir dauert das hier noch ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier mal wieder so ein paar Sachen. Erstmal doppelt Cash, kostet 300 Robux. Kein Ding für den King, Leute. Machen wir einfach so. 300 Robux, let's go. Jetzt kriegen wir nämlich doppelt so viel Geld. Und dann machen wir noch Auto Collect. Kaufen wir uns auch noch. Und zwar für 100 Robux. Gar nicht mal so teuer, Leute. Kaufen wir uns auch. Jetzt wird hier nämlich automatisch das Geld eingesammelt. Ey, hier kommen direkt ein paar Paul Berger. Was geht ab, ihr Paul Bergies? Yo, was geht? Ey, ey. Oh mein Gott, der verprügelt den. Der greift mich an, Junge. Ey, hör auf, mich anzugreifen. Oh nein, 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 Leute. Man kriegt hier später Waffen. Okay, wir müssen ganz schnell unsere Firma höher ausbauen. Ey, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade erst angefangen. Hör auf, Junge. Wenn ich sag dir, ich werde stärker werden und dann mache ich dich fertig. So, guck mal, schreiben die hier irgendwas oder was? Hi, I Crymax. Moin. Ey, ich treffe wirklich mittlerweile bei allem, was ich in Roblox mache, treffe ich euch Paul Berger. Ich bin mittlerweile hier, habe ich überall meine ganzen Paul Berger hier in den ganzen Roblox-Spielen. Bonjour. Was geht ab, mein Bester? Aber ich muss hier weitermachen. Ich muss Geld verdienen. Ich muss meine Roblox-Firma, meine Lego-Firma aufbauen, ja? Weil von nichts kommt nichts, Leute. Wir müssen ackern. Wir müssen Geld verdienen. Wir werden heute hier wieder Multimillionär, würde ich mal behaupten. So, ich habe jetzt hier keine Zeit. Zack, zack, zack. Bringt das jetzt hier Geld rein? Hä, warum bringt das denn kein Geld rein? Hallo? Ey. So, warte mal. Das müsste... Ah, doch. Jetzt haben wir 60 Dollar. Ah. Warte, wir sehen das gar nicht mehr hier, weil das ja direkt auf mein Konto wandert. Okay, 70 Dollar haben wir jetzt. Okay, ich verstehe. Dann können wir für 50 nämlich hier einen weiteren Dropper bauen. Bonjour. Ey, du hast mir doch jetzt gerade schon Bonjour gesagt. Ist doch okay. Ey, der hat ein Messer. Der hat ein Messer. Oh mein Gott, Leute. Der hat mich gerade verprügelt in meiner eigenen Firma. Okay, wie heißt der Typ? Wie heißt der Typ? Ich werde mir deinen Namen merken. Lolo Pro. Leute, ich sage euch ehrlich, der Lolo Pro, er hat sich hier gerade mit dem Falschen angelegt. Wir müssen hier noch ein bisschen Geld kriegen. Und dann werden wir diesen Lolo Pro zerstören. Er weiß nicht, glaube ich, mit wem er sich hier gerade angelegt hat. Und zwar mit Papa Crymax, Junge, mit King Crymax. Er weiß nicht, dass ich hier immer der Krasseste werde. So, okay, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Geld sammeln. Wir machen jetzt hier schon ordentlich Knete. Dadurch, dass wir mal 2 Geld bekommen und Autokollektor, geht das relativ schnell. Wir können uns jetzt hier, ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal Wände, damit wir hier gleich unsere Ruhe haben. Damit der hier nicht wieder reinkommt. Wisst ihr was, wir können uns ja mal ein bisschen extra Cash kaufen. Ey, der kommt schon wieder, ne? Das gibt's nicht. Der kommt schon wieder. Der will einfach Streit machen. Du willst Streit anfangen. Ich bekomme... Oh, warte mal. Wir haben ja auch ein Messer, aber das ist nur so ein Holzschwert. Das ist nicht so stark. Warte ab, bis ich gleich ein besseres Schwert bekomme. Ey, Leute, der hat ein OP-Schwert. Der haut mich mit einem... Okay, gut, gut. Du willst mich triggern? Lolo Bro, vertrau mir. Du bist vielleicht jetzt noch stark. Okay, Leute. Weißt du was? Lolo Bro hat vielleicht ein besseres Messer, aber ich habe 10.000 Robux. So, kaufen wir uns hier halt kurz... Der will halt kurz Ärger machen. Gut, jetzt haben wir eine Pistole. So, Lolo Pro. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Komm doch mal. Guck mal, jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg, weil ich dir die Laserwaffe hab. Komm doch mal her. Trau dich doch mal herzukommen jetzt hier. Mit meiner Laserwaffe. Ja, du bist doch schon tot, bevor du zu mir kommst hier. Ey, Leute, ich wusste gar nicht, dass es hier im Roblox Tycoon so abgeht. Im Lego Tycoon meine ich. Ich dachte, wir bauen hier einfach unsere Lego-Firma auf und werden reich. Aber ich glaube, man. Oh, warte, er ist wieder hinter mir. Oder wer ist das denn? Das ist ein anderer. Ah, aus Minecraft. Ey, Leute, ich muss doch jetzt hier mal meine Firma aufbauen. Ich habe jetzt hier keine Zeit für euch, Leute. Ich werde jetzt hier... Wir werden jetzt nämlich hier erstmal unsere Wände aufbauen, damit hier jetzt niemand mehr reinkommt. Ey, aus Minecraft. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf, Aeos. So, ich muss hier Geld verdienen, damit ich den anderen Typen fertig machen kann. Ich, keine Sorge, du gehörst zur iCrymax Army, da werde ich dich verteidigen. Ich werde dir helfen. Wir müssen den anderen Typen fertig machen. Niemand legt sich mit der Paul Berger Armee an. So, hier, oh, ein Lego-Teppich, das ist ja cool hier. Hey, Leute, jetzt will der hier auch noch gegrüßt werden.
Bitte, ja, hier, Gruß geht raus an Aus Minecraft. So, ich muss jetzt weitermachen. Und jetzt, Aus Minecraft, muss ich dich leider hier aus meiner Burg rauswerfen. Leute, habt ihr gesehen? Diese Laserwaffen macht One-Shot. Weil, meine Freunde, ich will jetzt hier keine anderen Spieler mehr hier drin haben. So, ich will jetzt hier erstmal meine Wände hochziehen, damit hier niemand mehr reinkommt. Upgrade Door. Okay, jetzt können wir einstellen, dass hier niemand mehr reinlaufen kann. Zack, jetzt stellen wir das nämlich hier rein. Und hier an der Seite machen wir jetzt gleich auch noch zu, damit hier niemand mehr reinkommt. Weil ich will jetzt hier meine Roblox-Firma ganz in Ruhe aufbauen, ja? Und ich möchte jetzt hier nicht mehr gestört werden. So, Leute, jetzt haben wir hier schon 3 Dropper, die mittlerweile Geld für uns ranholen. Jetzt geht das hier schon richtig schnell. Ihr seht schon, jetzt haben wir hier wieder 260. Zack, 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 zack. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Jetzt für 200 können wir hier... Oh, einen weiteren Dropper, Leute. Wir brauchen natürlich richtig viel Geld. Wir müssen in diese Dropper investieren. Weil die Dropper, die bringen uns natürlich noch mehr Geld rein. Dann haben wir hier nochmal so einen Dropper. Ah, nee, warte, das war nur, dass es schneller geht. Hier Wände für 200 können wir nochmal holen. Okay, damit das hier nicht rausfällt. Und für 500 kriegen wir hier so einen Medium-Dropper. Okay, ich merke schon. Zack, wir können ja auch hier nochmal ein bisschen nachhelfen, damit das schneller geht. Aber warum kann ich hier keine Wände reinmachen? Ich will hier Wände reinmachen, damit hier niemand mehr reinkommt. Das müssen wir gleich mal als nächstes machen. Wir helfen hier mal ein bisschen mit, damit das noch schneller geht. So, und jetzt holen wir uns hier den Medium-Dropper, Leute. Okay, zack, ein weiterer Dropper. Das heißt, weitere Lego-Steine, die hier reinfallen und uns Geld reinbringen, Leute. Cash in die Tech, sehr, sehr wichtig. So, dann können wir hier einen Teppich hinmachen für 100. Und hier Upgrade Walls, 700 kostet das. Oh mein Gott, unser Geld ist schon wieder weg. Warum haben wir denn schon wieder kein Geld mehr, obwohl wir schon doppeltes Geld aktiviert haben hier? Wir haben schon das mal 2 Cash. Und trotzdem dauert das hier noch ein bisschen. Vielleicht müssen wir uns hier noch ein paar Sachen kaufen. Sollen wir uns ein bisschen Geld kaufen? Obwohl, nee, Leute, ich will das ja auch nicht zu schnell hier machen. Wir müssen uns ja trotzdem das irgendwie so ein bisschen selbst erarbeiten. Man muss sich ja selbst hocharbeiten. Man darf nicht alles hier geschenkt bekommen im Leben, ja? So ist das halt, Leute. Man muss sich was erarbeiten, dann weiß man das auch immer zu schätzen. Merkt euch das. So, und bam, Leute. Guck mal jetzt. Kriegen wir auch alleine hin. Bam, hier, nächster Dropper. Und der nächste kostet schon 1000. Holy moly Macaroni. Der nächste Dropper kostet schon 1000 Dollar. Aber das Gute ist, wir haben jetzt hier die Wände und zumindest kommt jetzt hier mal keiner mehr rein bei uns. Das ist ja auch schon mal was Gutes, Leute. So, okay, das heißt, wir können jetzt wieder den nächsten, den Double Dropper kaufen. Boah, der Double Dropper, Leute. Holy moly, schau mal, wie viele Steine jetzt hier schon reinkommen. Die bringen alle Geld für mich rein. Zack, 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 wie schnell das geht. Wir haben jetzt schon wieder über 1000 Dollar. Und hier können wir für 1500 Dollar einen Upgrader holen. Dadurch geht das nochmal schneller. Alter, Leute, unsere Lego-Fabrik, die geht hier langsam voran. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ich muss auch ehrlich sagen, so Tycoons spiele ich am liebsten in Roblox. Finde ich sehr, sehr cool. Schreibt mir auch gerne mal andere Tycoons noch in die Kommentare, die wir mal zocken sollen. Parking Lot. Okay, für 1000 kann man hier einen Parkplatz können wir uns auch noch kaufen. Natürlich, eine gute Firma braucht auch einen Parkplatz, Leute. New Floor. Okay, was ist das hier? Für 1000 Dollar haben wir uns ein neues Stockwerk jetzt hier gekauft. Und für 500 Dollar kann man sich hier Treppen... Oh, Leute... Guck mal hier, die zweite. Oh, aber der Typ, der uns vorhin angegriffen hat, hat schon 3 Etagen. Okay, der ist hier noch der Schwächste. Also die anderen, die sind hier schon relativ gut, Leute. Aber keine Sorge, wir werden die anderen gleich auch noch angreifen. Aber erst müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Dann werden wir die anderen angreifen. Dann können wir hier eine Farbe einstellen? Wow, Leute, wie cool ist das denn, das iCrimex Blau? Let's go. Der andere hat hier gelb. Wir machen hier blau. Finde ich cool, Leute. Ich finde, blau ist eine coole Farbe. So, warte mal, was fällt denn da vorne vom Himmel? Habt ihr das gesehen? Da ist irgendwas vom Himmel gefallen. Kriegen wir da irgendwie was extra, wenn wir uns das kaufen? Wir nehmen mal hier unsere Pistole raus. So, mal gucken, ob jetzt hier noch jemand Streit machen will. So, kommt doch her. Bam. Tschu, 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 tschu. Wir haben eine Laserpistole. Guck mal, da vorne läuft jemand. Da vorne läuft jemand. Wir müssen uns noch an diesem Lolo-Bro rächen. Ist der das hier? Das ist er! Das ist er, Leute! Ah, komm. Die macht One-Shot. Ich muss ihn einmal treffen. Komm. Ja! Wir haben den Lolo Bro erwischt, oder wie der heißt. Ja, Lolo Bro. Das war dafür, dass du mich am Anfang angegriffen hast, als wir noch schwach waren. Aber jetzt habe ich eine Laserpistole. Und wir werden jetzt hier weitermachen. Unsere Lego-Fabrik wird hier nämlich die krasseste. Krasser als deine. Auch wenn er schon 3 Stockwerke hat. Aber Leute, wir regeln das. Wir regeln das schon. Vielleicht können wir uns ja mal hier so einen kleinen... Wir können uns ja mal hier so einen kleinen Cash-Bonus holen. Für 200 Robux. Das ist ja gar nicht mal teuer hier. Aber wie gesagt, Leute, gebt kein Geld für Videospiele aus. Schaut einfach meine Videos. Dann seht ihr, was da passiert, Leute. Das müsst ihr nicht auch noch machen. Gravity Coil, Speed Coil. Ah, damit können wir höher springen. Oh, das ist cool, Leute. Aber wie funktioniert das denn? Das haben wir uns jetzt auch noch gekauft. Wow, huhu, let's go. Oh, warte mal, guck mal, jetzt will er sich rächen, der will Stress machen da unten. Ja, komm doch mit deinem kleinen Schwert. Oh, warte, oh nein, der kommt hoch. Der ist hier hochgekommen. Aber egal, wir können von ihm wegrennen und ich kann nach hinten schießen. Was willst du jetzt machen? Oh, warte, er ist am Ausweichen. Okay, Leute. Ich muss ihn treffen. Ich glaube, er hasst uns jetzt.
Oh mein Gott, Leute, die Pistole ist so overpowered. Der kommt gar nicht zu mir. Bis dahin ist er schon weg. Sehr, sehr nice, meine Freunde. Aber wir müssen jetzt hier mal weitermachen, damit wir jetzt hier unsere Firma mal weiter ausbauen. Oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Am besten bauen wir jetzt gleich mal hier noch die Wände, damit der nicht wieder reinkommt. Ey, wir führen hier richtig Krieg gegen diesen Typ. Das ist hier unser Erzfeind jetzt. Aber der, ey, er wollte es so. Er wollte von Anfang an Streit haben. Ich war friedlich, er wollte Stress machen. Okay, ich muss hier ganz schnell jetzt mal Wände bauen. Nicht, dass der Typ jetzt hier gleich wieder angerannt kommt. Ja, da kommt er doch schon wieder. Der Typ will richtig sich beefen, ne? Ich merke schon. Ah, nee, das ist dieser aus Minecraft, das ist ein anderer. Okay. Das hier unser Zuschauer. Der ist natürlich in Ordnung, gegen den habe ich nichts. Aber warum können die denn, können die alle hier hochklettern? Wir müssen hier unbedingt mal zumachen. Ich will, dass hier niemand in meine Firma reinkommt. Ah, das ist meine Lego-Fabrik hier. Ihr kommt hier nicht rein. Oh, 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 Leute. Oh, oh, oh. Da unten, schau mal, da unten steht er schon wieder mit dem Messer. Er steht da schon wieder. Oh nein, er greift meinen Abonnenten an. Wir müssen ihm helfen. Oh mein Gott, niemand greift meine Paul Berger an. Und wir haben ihn schon wieder erwischt. Leute, seht ihr mal. Ich nehme euch überall in Schutz. Meine Zuschauer sind heilig. Lasst die in Ruhe. So, ihr habt von mir überall Rücken. Upgrade Walls. 2000 kostet das hier mittlerweile. Aber egal. Egal, Leute. Wir sind hier zum Glück sehr, sehr reich, Leute. Wir haben jetzt schon $70.000. Und wir investieren hier natürlich alles wieder direkt in die Dropper rein. Oh nein, was? Unser Geld ist schon wieder leer. Wie teuer war diese zweite Etage denn jetzt hier? Aber es geht natürlich jetzt auch wieder schneller, ne? Es geht natürlich auch schneller jetzt, weil wir halt sehr, sehr viele von diesen Droppern gekauft haben. Und dadurch bringen die natürlich auch mehr Geld rein für uns. Wir müssen uns hier diesen Super-Upgrader für 16.000 kaufen. Haben jetzt gleich das Geld, dann geht es nämlich wieder noch schneller, ja? Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Man muss immer sein Geld schlau investieren, damit man mehr Geld rausbekommt, ne? So läuft das einfach. Zweite Etage ist fertig. Treppen kosten hier zum Glück nur $1.000. Gehen wir mal nach oben. Aber ich sage euch ehrlich, die beste Investition war wirklich diese Laserpistole. Da können die anderen nichts machen. Wirklich schön auf Distanz können wir alle wegschießen, den da hinten. Wir könnten vielleicht versuchen, den sogar zu snipen. Von hier aus. Das wäre krass. Also, nee, okay, die Laserstrahlen hören leider irgendwann auf. Das wäre so heftig, wenn wir den in seine eigenen Base sogar hops nehmen könnten. Ja, aber wie gesagt, er ist selbst schuld. Er hat es einmal mit dem Falschen angelegt. Kann ich nichts dafür. Er wollte es so. Er wollte es so, Leute. So, okay. Wir gehen jetzt aber mal hier raus, weil hier können wir auch noch was auf unserem Parkplatz bauen. Wir können hier noch so Büsche hinmachen, Büsche, okay, so Lampen, das ist natürlich wichtig, ne? Von einer ordentlichen Fabrik, von unserer Firma muss natürlich auch der Parkplatz schön aussehen, damit das von außen nicht nach einer Schmalspurfirma aussieht. Das muss natürlich, Leute, die in meine Firma kommen, müssen sehen, oh, bei dem läuft, die Firma, die hat gutes Kapital, bei der läuft, das ist keine Schmalspurfirma, so. Deswegen muss natürlich auch der Parkplatz hier direkt mal schön aussehen. Oh, da hinten ist er wieder, da hinten ist er, mein Erzfeind. Ich beobachte dich, ich hab dich im Auge, Junge, ja? So. Okay, perfekt. Aber ich glaube, der hat es aufgegeben. Oder? Nee, der kommt doch hier schon wieder. Der kommt doch hier schon wieder. er versucht es doch schon wieder. Bro, lass doch bitte gut sein. Lass es doch gut sein. Ich mache doch keinen Streit mit dir. Er will es aber. Ich will doch einfach nur meine Firma aufbauen. Das sind diese Leute, die versuchen es immer wieder, Leute. Oh mein Gott. Guck mal, wie hobbylos er ist. Guck mal, wie hobbylos er ist. Jetzt verklemmt er sich dahinter. Oh Gott. Du kommst nicht zu mir. Bevor du zu mir kommst, bist du schon weg. Checkst du das? Ich gehe jetzt einfach in meine Ding rein und dann ist gut. So, fertig. Gut. Okay, Leute, wir bauen hier unsere Base weiter aus. Wir lassen es den Typen weiter versuchen. Was ist das hier denn für ein Keller? Den haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Schwert? Ah, hier kann man... Das ist der Waffenraum, Leute. Hier kriegt man diese Schwerter her. Das war dieses eine, wo er vorhin hatte. Jetzt hat er aber, glaube ich, mittlerweile das hier. Okay. Oh, nein, der ist in meiner Base! Wie ist der? Wie bist du hier reingekommen, Junge? Oh mein Gott, Leute. Ich habe noch kein Schwert. Ich muss... Nein, 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 nein. Er hat ein starkes Schwert. Ich muss auf Distanz gehen. Ich habe nur die Pistole. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, er hat mich erwischt in meiner eigenen Base. Wie ist der hier reingekommen, Leute? Okay, 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 Bro. Okay, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's hier Ärger. Hä? Ach, man muss die jedes Mal kaufen. Die ist weg danach. Oh, das ist ja krass. Warum ist der Typ in meiner eigenen Base drin? Wieso kann der Typ da reinlaufen? Ist das ein Hacker oder so? Hau ab hier, Junge. Ich hab gesagt, raus aus meiner Base. Runter von meinem Parkplatz. Er ist halt im Nahkampf. Ich brauche halt ein gutes Schwert. Für Nahkampf ist die Pistole halt nichts. Die ist was für Distanz. Ah, okay, egal. Leute, wir machen weiter. Wir haben wieder $100.000 angespart. Ich dachte, das wird hier wirklich so ganz entspannt. Wir bauen hier unsere Lego-Fabrik auf. Und hier ist voll der Krieg hier, Leute. Das ist ja hier richtiger Krieg. Für alle, die das hier auch spielen wollen, das Ding heißt Lego Tycoon, glaube ich. Falls ihr das hier auch zocken wollt. So, nächste Etage. Wir wollen hier natürlich auch wieder durchspielen. Ey, wie teuer das auch mittlerweile alles ist. Wie teuer das hier ist. Es kostet 23.000 der nächste Dropper hier. Lego Teppich, okay. Das ist schon eine teure Angelegenheit hier.
Aber wisst ihr was? Wir können uns ja einfach nochmal ein bisschen Geld kaufen. Halb so wild. Wir gehen einfach nochmal kurz runter und kaufen uns ein bisschen Geld. So ein Ding ist das. Was ist hier das nächste Schwert? Wie viel kostet das? 4.000, das können wir uns holen. 5.000, hier noch eins. 10.000 kostet das nächste. Aha. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal... Können wir uns das Schwert hier holen? Wie geht das? Hallo? Wie kriege ich jetzt das Schwert? Ich habe es doch gekauft. Achso, ich muss anklicken. Oh, das hat der andere nicht. Oh mein Gott, das leuchtet ja so pink. Okay, das ist unsere Nahkampfwaffe, Leute. Damit sollten wir den Typen auch im Nahkampf besiegen. So, richtig und wichtig. Soll der... Aber ich frage mich immer noch, wie der in meine Base gekommen ist. Vielleicht hat er auch diesen Superjump. Vielleicht hat er auch diesen Superjump und kann hier reinlaufen. So, das wäre natürlich nicht so gut. So, Büsche müssen wir uns hier noch kaufen. So, okay. Wir können ja vielleicht auch gleich mal seine Base angreifen, aber ich würde sagen, lasst uns hier unsere Base noch weiter ausbauen, weil mir geht es ja ehrlich gesagt mehr darum, meine Firma krass aufzubauen, damit ich hier mehr Geld mache. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Ranking aus? Sind wir hier schon auf Platz 1? Ja, natürlich sind wir auf Platz 1. So, so muss das sein. Hier, iCramix ist natürlich immer auf Platz 1, man kennt ihn doch. Ach ey, die Federung ist auch weg, die ich mir gekauft habe. Das ist halt ein bisschen doof. Man kauft sich das und so, wenn man stirbt, ist das halt weg. Okay, da muss man echt aufpassen. Sonst gibt man Geld aus und dann hat man auch alles wieder verloren. Das ist natürlich nicht gut. So, direkt neues Stockwerk kaufen. Dann machen wir hier den Huge Dropper für 23.000. Also die sind mittlerweile so teuer. Super Upgrader und unser Geld ist einfach schon wieder weg. Unser Geld ist einfach gefühlt schon wieder weg. Das ist wirklich crazy. Aber wir sind jetzt hier schon, wir können mittlerweile schon unsere vierte Etage jetzt hier gleich bauen. So, zack, das, oh mein Gott, hier kommt ja auch nochmal ein Dropper hin. Uiuiui, Leute, oh mein Gott, 30.000, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Ich muss mir jetzt hier nochmal was kaufen gehen, Leute. So, zack, kein Ding für den King. Wie gesagt, Leute, nicht zu Hause nachmachen, gebt kein Geld für Videospiele aus. Guckt einfach meine Videos, dann seht ihr, was passiert, wenn wir das hier durchspielen. Aber bei uns kommt jetzt hier jetzt gleich schon die vierte Etage. Also ich glaube, wir haben hier die fetteste Firma. Oh, schau mal, der hat's verlassen. Der ist weggegangen. Besser ist es, Leute. Besser ist es. So, ich glaube, den haben wir besiegt. Er hat uns, glaube ich, mit am Anfang zweimal und wir haben ihn, glaube ich, dreimal platt gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Leute, niemals mit iCramix anlegen. Ihr wisst Bescheid. Okay, dann hier die Drop. Oh mein Gott, ist das teuer. 40.000. Der... Oh, unser Geld ist schon wieder weg. 200.000 Dollar sind jetzt einfach schon wieder weg. Oh mein Gott, ist das crazy. Oh mein Gott, ist das crazy, Leute. Aber es kommt natürlich jetzt auch unfassbar schnell Geld rein. So, wenn das hier alles dann mal da hinten immer reinläuft, dann geht es natürlich sehr schnell hier so ein Speeder, damit das noch schneller geht. Aber haben wir wirklich dieses Mal 2 Cash? Also wir haben es uns zwar gekauft, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass das so viel schneller geht. Aber wir können uns auch hier 1 Million kaufen. Das wird ja schneller gehen. Okay, Leute, was soll der Geiz? Wir hängen jetzt hier nochmal 800 Robux für 1 Million Dollar rein. Wir wollen das Ding natürlich hier aufs Maximalste durchspielen. So, zack. Okay, jetzt läuft der Hase. 1 Million Dollar. Und wir mal gucken, wie schnell das Geld weg ist. 47. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt schon die Hälfte schon wieder weg. Wie teuer werden diese Lego-Dropper denn hier bitte? Ey, ich habe doch jetzt einfach hier schon wieder 3.000 Robux ausgegeben. Leute, nicht zu Hause nachmachen. Aber hier, schau mal, hier ist eine Leiter. Ich glaube, das ist die letzte Etage. Danach haben wir das Ding hier durchgespielt. Danach ist hier fertig, Leute. So, perfekt. Ey, einmal hochgehen bitte. So. Das ist hier das Ende. Oh, ein Oh, jetzt kommt hier oben auf unsere Firma, kommt noch so ein Penthouse drauf. Unsere eigene Privatwohnung, wo wir wohnen. Das ist cool. Das hat hier kein anderer. Ja. Wir haben hier die Privatwohnung. Wo ist eure private Wohnung? Ihr habt nur eine Firma. Oh, schön hier, Leute. Sehr schön. Paintings. Hier kann man noch so Gemälde an die Wand machen. Aha, aha. Okay. Ist jetzt hier schon fertig? Haben wir jetzt hier alles gekauft, was man kaufen kann? Also hier oben geht irgendwie nichts mehr. Hier ist alles gekauft. Oh, aus Minecraft. Du kannst mir noch 20 Anfragen schicken. Ich nehme deine Anfrage nicht an. Ja? Weil ich kann hier nicht leider jeden adden. Oh, nee, hier haben wir was vergessen. Genau, okay. Also ich glaube, wir haben die Firma durchgespielt. Ich glaube, wir haben jetzt hier wieder alles gekauft. Perfekt. Hier die Etage. Ah, das ist ja hier das Erdgeschoss. Und hier im Keller. Okay, den Waffenraum können wir noch upgraden. Wir können hier noch ein besseres Schwert holen. Aber das war's dann auch. Das können wir jetzt noch ausrüsten. So, nehmen wir das noch. Die Nummer 4. Finde ich aber irgendwie gar nicht mal so cool. Das ist halt so ein komplett schwarzes Schwert. Aber das hier sieht irgendwie cool aus, weil das so pink leuchtet. Boah, meine Freunde, let's go. Und wir haben sogar noch 200.000 Dollar übrig, weil wir machen jetzt natürlich so schnell Geld. Und wir haben alles ausgegeben. Ich glaube, unsere Firma ist fertig. Wir gehen mal kurz raus, gucken uns mal unser Gebäude von außen an. Bam, das Ding ist fertig. Also ich sehe zumindest auch irgendwie nirgendwo mehr Punkte, ob man hier irgendwas kaufen kann. Oder bin ich blind? Nee, ich glaube. Können wir noch einmal hier hinten dran vorbeilaufen?
Nee, Freunde, ich glaube, das war's. So, wir holen uns jetzt hier mal noch diesen Speedcoil, damit wir hier schneller rennen können. Und jetzt haben wir auch noch Speedtag. Oh mein Gott, Leute, einfach durchgespielt. Wir können jetzt mal noch hier ein paar Leute hier trollen. Ja, so, wir nehmen jetzt hier mal das Schwert raus. So, ich bin hier der Einzige, der hier seine Lego-Fabrik hat. Du hast hier Lego-Fabrik-Verbot. So, weg mit ihm. Der Arme, ey. Ich fühle mit ihm. Am Anfang, wenn man noch nichts hat, er hat noch gar keinen Schutz und wir kommen einfach und hauen ihn weg. Hier ist ja der AEOS oder AOS Minecraft oder so. Ist ja mein Abonnent hier. Die Frage ist nur, wie kann man denn da einbrechen? Wie kann man denn hier einbrechen? Können wir einfach reinlaufen? Okay. Perfekt, wie gut die Tür funktioniert. Man kann hier einfach reinlaufen. So, Junge. Du bist zwar mein Paulberger-Abonnent und ich schütze dich, aber einmal muss ich dich hier besiegen, damit ich einmal hier die ganze Lobby fertig gemacht habe. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, das soll es gewesen sein von dem Lego-Tycoon. Wir haben komplett durchgespielt, unsere Lego-Fabrik ist fertig, wir machen super viel Geld und wir haben alle besiegt, wir haben die stärksten Waffen. Also mal wieder alles durchgespielt. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.